Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Vom 19. bis 21. Februar findet die erste Firmen-Schach-Weltmeisterschaft statt und es ist ein Riesenturnier geworden. Es sind 288 Unternehmen aus aller Welt dabei und es sind auch sehr, sehr starke Spieler dabei, die für ihre Sponsoren teilweise spielen. Natürlich auch viele starke Spieler, die auch natürlich durch ihren festen Job Commitment haben. Mit dabei sogar Magnus Carlsen, der spielt für einen seiner Sponsoren, nämlich die Kindred Group. Und dabei ist auch Anish Giri, der holländische Supergroßmeister, der spielt für seinen Sponsor Optiver. Und in diesem Video zeige ich auch eine Partie von Anish Giri. Die Teams, es sind Viererteams und in jedem Team ist nur ein Spieler mit einer Elo-Zahl von über 2500 Elo erlaubt. Das heißt, es finden sich super viele Amateure in diesem Riesenturnier. Es ist auch ein bisschen unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Und es sind viele, viele Amateure dabei. Deswegen sind viele Partien an den ersten beiden Tagen, wo ein Riesenunterschied in der Spielstärke besteht. Zum Beispiel in dieser Partie am ersten Brett. Anish Giri spielt natürlich am ersten Brett seiner Mannschaft gegen einen gewissen Yas Shah, irgendein Amateur. Und die Partie wollen wir uns mal anschauen. Vorher aber noch der Hinweis, heute Abend werde ich streamen live auf Twitch. Kommt vorbei, eine weitere Sparta Arena und ich spiele mit. Das Turnier beginnt um 20.10 Uhr. Vorher um 20 Uhr beginne ich den Stream. Ihr könnt gerne mitmachen, alle erforderlichen Links findet ihr in der Videobeschreibung. So, jetzt hier zu dieser Partie. Anish Giri beginnt mit E4. E5, Yas Shah kommt wohl aus Indien. Springer F3, Springer F6, russisch. Russische Verteidigung, super solide. Springer schlicht E5, der Hauptzug. Und was macht hier der Gegner von Anish Giri? Der Hauptzug hier ist eigentlich D6. Den Springer vertreiben aus dem Zentrum. Der geht wieder zurück und dann holt sich Schwarz den Bauern wieder mit Springer schlicht E4, den er vorher geopfert hatte. Das ist hier die russische Verteidigung, wie man sie spielen sollte. So spielt sie alle Welt, beziehungsweise die Profis spielen es so. Dazu habe ich übrigens ein Video gemacht, falls ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Aus meiner Sicht russisch sehr, sehr solide, gerade auch für Anfänger, um sicher in die Partie zu kommen, finde ich eine wirklich adäquate Wahl. Guckt euch einfach mal ein Video an. In dieser Partie allerdings spielte der Schwarze nicht D6, sondern Springer C6. Das sogenannte Stafford Gambit. In der Internetszene, und viele von euch kennen das, das ist sehr bekannt. Ja, es ist bekannt, weil so Internetgrößen wie Eric Rosen zum Beispiel das immer wieder gespielt haben und propagiert haben. Eine sehr gefährliche Blitzwaffe. Objektiv allerdings mehr als fragwürdig. Schwarz opfert einen Bauern, ja, und bekommt eigentlich nichts dafür. Im Blitzen kann man das gut spielen, aber Springer schlägt C6, spielt Anish Giri, das ist der beste Zug. Schwarz opfert einen Bauern, nehmen wir natürlich mit, wir tauschen den Springer. D schlägt C6. So, was ist die Idee des Staffords Gambit? Ganz einfach, man öffnet hier diagonal für die beiden Läufer. Ne? Hat sehr viel Platz, hat einen Springer schon draußen, der attackiert auch den Bauern hier E4. Und Weiß hat überhaupt keine Entwicklung. Problem bei diesem Gambit ist allerdings, Schwarz opfert einen zentralen Bauern und zentrale Bauern sind noch viel mehr wert eigentlich als Randbauern. Und objektiv ist das einfach deutlich besser für Weiß. Wie gesagt, aber im Blitzen online ist das Stafford Gambit sehr, sehr beliebt. Ich weiß es selbst, weil immer wieder in meinen Streams oder in meinen Simultanveranstaltungen Leute gegen mich Stafford Gambit spielen, gerade so im Amateurbereich. Ich freue mich immer, weil ich habe es inzwischen recht gut analysiert und kenne einige Widerlegungen. Nun gut, wie spielt jetzt Anish Giri hier? Ein super Großmeister. Ne? Er spielt D3, deckt den Bauern, das ist hier ein guter Zug. Es kommt Läufer C5, das ist hier der logische Zug. Der Läufer guckt auf den schwachen Bauern F2. Hier geht es weiter mit Läufer E2. Starker Zug, verhindert Springer G4, deckt hier das Feld G4. Was heißt verhindert, aber deckt das Feld G4 und entwickelt den Läufer. Völlig normal. Eine Falle möchte ich euch aber trotzdem zeigen hier. Und zwar eine Variante, auf die Schwarz immer hofft hier zu treffen, ist Läufer G5. Läufer G5 wird wohl
auf Amateurniveau wahrscheinlich recht häufig gespielt, ist aber ein großer Fehler. Denn hier kommt, hier schnappt die Falle zu, und zwar Springer schlägt E4. Problem ist, wenn Weiß die Dame schlägt, dann wird's matt. Läufer schlägt F2, König E2 und jetzt Läufer G4, Schachmatt. Das ist eine der Fallen im Stafford Gambit, die man vermeiden sollte mit Weiß. Gehen wir mal zurück. Läufer E2 hier. So. Hier spielt, ja, eigentlich spielen alle Stafford-Spieler hier, weil es auch Eric Rosen immer spielt. H5 hier. H5. Wir werden gleich dazu kommen, was die Idee ist. Der Computer möchte immer Springer G4 hier spielen, aber das ist ein, ja, dann hat Weiß einfach eine bessere Stellung, weil dann nimmt man hier raus, Läufer schlägt G4, Dame H4, Schwarz droht matt und wird die Figur zurückgewinnen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, Vorteil zu erlangen. Eine Möglichkeit ist Dame F3, womit man den Bauern F2 deckt. Schwarz bekommt jetzt zwar seine Figur wieder, aber nach Dame G3 hat Weiß alles unter Kontrolle, hat einen Bauern mehr und naja, objektiv hat Schwarz hier überhaupt keine Kompensation für den Bauern. Und das ist noch relativ übersichtlich hier. Deswegen, meistens spielen Schwarzspieler hier H5. Das ist auch deutlich, ja, herausfordernder für Weiß, weil hier muss er schon ein paar präzise und genaue Züge kennen. Präzise Züge kennen. In den meisten Fällen spielt Weiß hier H3. So habe ich auch häufig schon gespielt, in meinen Blitzpartien. Der Zug, ja, wir kommen gleich zum Zug von Anish Giri. H3 ist aber so ein bisschen problematisch, weil hier muss man ein bisschen was kennen, ne? Also zum Beispiel Dame D4 ist hier ein giftiger Zug. Und danach muss man ein paar genaue Züge kennen, um den Vorteil zu kommen. Auch wenn auch danach immer noch nicht alles so super klar ist. Gerade im Blitzen nicht. Der Computer zeigt immer riesen Vorteil an für Weiß, aber es ist halt in der praktischen Partie im Blitzen nicht immer einfach. Eine weitere Variante ist Dame D6, die Eric Rosen zum Beispiel ständig spielt. Und hier muss man mega vorsichtig sein. Zum Beispiel, wenn man hier rochiert mit Weiß, dann steht man schon auf Verlust, weil hier knallt es schon auf H3 rein. Läufer schlägt H3. Und das basiert darauf, dass Weiß hier nicht nehmen kann auf H3, wegen Dame G3 Schach. Der Bauer ist gefesselt. König H1, Dame schlägt H3 Schach. König G1 und jetzt Läufer D6. Und hier, ne, wird Weiß schon matt gesetzt. Dagegen kann er gar nichts machen. Na, auf F4 kommt Dame G3, Springer G4 und solche Geschichten. Ne? Fürchterlich. Und Anish Giri zeigt in dieser Partie einen anderen Zug, einen anderen Weg. Und den finde ich inzwischen überzeugender. Und den werde ich mir merken für die Zukunft. Er spielt hier C3, nicht H3. Und C3 ist hier wahrscheinlich sogar noch viel stärker als H3, weil es nimmt viele schwarze Ideen raus, nämlich wenn der König nicht rochiert, kurz rochiert, ja, dann gehen erstmal viele Angriffsideen von Schwarz flöten. Und C3, die Idee ist natürlich D4, ja, den Läufer zu vertreiben und auch noch so ein Riesenzentrum hier aufzubauen. Ne? E5 eventuell nicht, aber hier mit D4, E4 ein Riesenzentrum aufzubauen. Ich kann mich erinnern, ich habe das in meinem Video, ich habe mal ein Video gemacht über das Stafford Gambit auf meinem Kanal. Ich habe das analysiert, auch damals C3. Und ich habe dann vorgeschlagen, Läufer B6 zu spielen, um prophylaktisch diesem Angriff aus dem Weg zu gehen. Weil D4 geht jetzt natürlich nicht wegen Springer schlägt E4. Auch hier steht Weiß besser, aber er würde den Bauern zurückgeben, was nicht nötig ist. Der Computer empfiehlt hier, Stockfisch 12 empfiehlt hier A4, droht den Läufer zu fangen. Stockfisch sagt, man soll A5 spielen. Und jetzt Läufer G5. Ich hatte das damals analysiert ohne A4, A5, ohne diesen Einschub und sofort Läufer G5, fesselt hier den Springer. Danach kommt der Springer raus nach D2, Weiß ist super entwickelt und objektiv steht er einfach deutlich, deutlich besser. Im Prinzip auf Gewinn. Zum Beispiel in der Variante nach Dame D6, Springer D2, Springer G4, D4. Jetzt wird der Läufer hier komplett ausgesperrt auf B6. Dame G6, H4, F6 und jetzt hier Läufer F4. Und das ist hier hat Weiß einfach einen Bauern mehr. Und das ist ja nicht nur irgendein Bauer, sondern ein wunderschöner zentraler Bauer. Ist auch noch gut entwickelt hier. Ja? Und steht hier auf Gewinn im Prinzip. Also C3, ein sehr, sehr starker Zug.
Den werde ich auch spielen in Zukunft, falls nochmal jemand gegen die Stafford spielt. Hier der Spieler probierte allerdings Springer G4 und nicht Läufer B6. Springer G4 ist Quatsch im Prinzip, weil, ja, gut, jetzt kommt natürlich D4. Der Läufer wird vertrieben mit Tempo. Läufer B6. Und jetzt ganz stark von Anishkiri H3. Er hat keine Angst, greift einfach den Springer an. Und hier ist ein Unterschied zu erkennen. Solange der König in der Mitte ist, können wir mit H3 den Springer natürlich schlagen, weil die H-Linie sich für den weißen Turm öffnen würde. So, der Springer muss wieder zurück. Er geht nach F6. Läufer G5. Weiß entwickelt den Läufer. Fesselt den Springer. Wo soll die Dame hin? Es droht auch E5 hier mit Gewinn des Springers. Die Dame muss weg aus der Diagonale. Dame D7. Im Prinzip das einzige Feld. Springer D2. Weiß, drei Leichtfiguren im Spiel. Super Zentrum. Schwarz probiert hier C5. Greift das weiße Zentrum an. D5. Weiß spielt den Bauer nach vorne. Bester Zug. C6 attackiert das weiße Zentrum. Hier gibt es viele Züge, mit denen Weiß fortsetzen kann. Giri wählt hier Dame B3, bereitet lange Rochade vor und stellt eine kleine Falle auf, in die Schwarz Bums hineintappt. Und zwar spielt er hier C schlicht D5. Gut, wir analysieren jetzt keine anderen Züge, weil die Stellung ist eh verloren. Super schlecht für Schwarz. C schlicht D5. Und wo ist der Riesenfehler von Schwarz? Läufer B5. Weiß gewinnt die Dame. Natürlich sieht das so ein super Spieler wie Giri sofort. C4, Läufer schlägt D7, Schach, Läufer D7, Dame C2. Wir gucken uns jetzt noch schnell das Ende der Partie an. Ist nicht mehr interessant. Lange Rochade, kurze Rochade. D schlägt E4, Springer schlägt E4. Gut, das sind Schnellschachpartien, ne? 10 plus 5, glaube ich, spielen die. Oder welche, Be ich weiß jetzt nicht genau, welche Bedenkzeit. Aber eine kurze Bedenkzeit, Schnellschach. Und ja, der Amateur gibt noch nicht auf. Springer schlägt E4. Ungewöhnlicher Zug. Dame schlägt E4. Er hätte auch den Turm nehmen können, wahrscheinlich auf D8. Egal. F6, Läufer F4, G5, Schwarz. Was hat er eigentlich für die Dame? Ein Läufer. Och, wie süß. G5, Läufer H2 zurück. G4. Schwarz attackiert weiter am Königsflügel, aber es ist natürlich nichts mehr los da, weil ohne Dame. Dame F4 droht matt auf B8. Läufer D7 macht ein Feld frei für den König. Turm AD1 deckt die gesamte D-Linie und droht wieder matt hier auf B8. Ne? Schwarz stellt noch einen Läufer dazwischen. Läufer D5. Na Hugit, hier gibt es alle möglichen, hier gibt es viele Wege zum sofortigen Sieg. Giri hatte wohl keinen Bock, groß zu rechnen, spielte Dame F5 Schach, Doppelangriff auf Läufer und König. Ja, er gewinnt einen weiteren Läufer und hier hatte Schwarz dann letztendlich ein Einsehen. Nun gut. Natürlich war der nominelle Unterschied zwischen diesen beiden Spielern natürlich riesig. Da liegen Welten zwischen. Also nicht nur eine Welt, da liegen 10 Welten zwischen. Über 1000 Punkte Unterschied. Natürlich gehen wir dann Anish Giri gegen einen 1600er ohne Probleme. Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, wie spielt er gegen das Stafford Gambit. Und es ist sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass er sich das angeschaut hat sogar. Ne? Der guckt sich wirklich alles Mögliche an. Und der hat jetzt hier mit. Schauen wir uns das nochmal an. E4, E5, Springer F3, Springer F6. Der wichtige Zug ist hier sechstens, siebtens C3. Der gefällt mir und der gefällt mir auch besser als H3, weil das nimmt viele schwarzen Ideen raus. Ne? Wenn man kurz rochiert mit Weiß, so in zwei, nach H3 rochiert man häufig mit Weiß kurz und dann gibt es immer so viele Angriffsideen für Schwarz, auch wenn Weiß objektiv auf Gewinn steht. Aber hier nimmt das dem Ganzen die Spitze irgendwie. Also ich merke mir das und werde das schön gegen Stafford-Spieler spielen. Freut mich immer wieder, wenn Leute gegen mich Stafford spielen. Ich hoffe, dann werde ich schön diese Variante spielen und tja, ich kann mich nicht erinnern, jemals gegen Stafford verloren zu haben. Ich gucke besser nicht nach, vielleicht habe ich doch mal verloren. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt auch und auch auf jeden Fall zu sehen, wie ein super Großmeister gegen so ein objektiv eigentlich nicht korrektes Gambit spielt. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde mich freuen, wenn ihr es nachholen würdet. Road to 100K. Bis dann.